Ich hasse das! Nein! Gut! Musst du mal probieren, das schmeckt richtig lecker. Lass mich in Ruhe damit. Schmeckt richtig ekelhaft. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mehr Kinderspielzeug. Und heute jetzt mal keine Slime-Challenge, sondern es geht bei uns um komische Essenskombinationen. Verrückte Essenskombinationen. Wow. Wir haben hier auf Katis Seite die Sachen, die herzhaft sind. Ich sag mal, auf den ersten Blick teilweise nicht ganz so lecker. Und auf meiner Seite haben wir eher die süßen Sachen, die natürlich schmackofatz sind. Aber wir werden die schmackofatz Sachen mit den nicht so leckeren Sachen kombinieren. Und dafür haben wir hier... Also lecker ist das auch hier alles für sich. Zum Beispiel Käse haben wir hier oder Salatdressing, aber in Kombination mit den anderen Sachen. Ich wollte gerade sagen, viele Sachen isst man ja nicht einzeln. Man kommt nicht auf die Idee, jetzt mal 3 Esslöffel Ketchup zu essen. Jedenfalls haben wir hier vorne Schalen. Da ist einmal das Herzhafte drin und einmal das Süße in Losen. Und wir müssen jeweils immer eine herzhafte und eine süße Zutat ziehen. Und die beiden kombinieren und probieren. Und vielleicht kommt dabei ja auch was total Leckeres raus. Was wir noch gar nicht kannten. Das gibt es ja manchmal so, ne? Dass man irgendwie hört, Milchshake mit Pommes oder so. Soll ja ganz toll sein. Ich esse das ganz gerne eigentlich, aber auch nur bei McDonald's früher mal, als ich ein Kind war. Ewig nicht gemacht. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Ich darf starten. Ich darf starten. Ich muss starten. Ich habe mich voll gefreut. Gut, ich nehme erstmal hier einen Zettel und hier einen Zettel. Und ich habe Schokoschnitten. Das sind hier diese Schokotafeln da vorne. Esszettschnitten. Kombiniert mit Chips. Ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Das könnte ich mir ganz lecker vorstellen. Es gibt auch Cupcakes mit Nachos oder so, ne? Geht ja auch so in die Richtung. Ich muss sagen, ich freue mich sogar ein bisschen. Es sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wie so ein kleines Partyhäppchen. Sandwich, genau. Probier mal. Ich glaube, das ist noch einer der weniger schlimmen. Also ich freue mich nicht auf Ketchup und Senf auf jeden Fall. Naja. Geht, aber ich muss es nicht unbedingt nochmal essen. Also, okay, keine Milchshake- und Pommes-Kombination. Doch, es gibt auch so Schokolade mit. Salzkaramell oder so in der Art irgendwie. Okay. Komm, ich nehme noch ein bisschen. Ich mache das nächste. Ich nehme dieses hier als erstes und das ist Schokosoße und ich mag diese Schokosoße schon nicht. Ich finde, die schmeckt überhaupt nicht nach Schokolade. Und dazu nehme ich das hier. Und es ist Senf! Ich hasse das! Nein! Vor allem zweimal Soße. Gib mir mal einen Teller, den kannst du da drunter machen. Das ist das Allerschlimmste von... Obwohl, Meerrettich ist noch schlimmer. Mhm. Und dazu mache ich eine ganz, ganz kleine Spur Senf. Ich habe nämlich schon mal sowas mit Kahn gemacht und da hatten wir Eiscreme mit Senf. Und das war auch sehr furchtbar, unter anderem auch Eiscreme mit Röstzwiebeln. Da kommt erstmal so Senfwasser raus. Ich kann das nicht. Nina. Ich will nicht. Ja, bitte nicht füttern, das ist noch schlimmer. Nein, oh Gott. Es riecht auf jeden Fall nicht nach Senf. Ich glaube, die Schokolade hat das. Lecker? Schmeckt richtig ekelhaft. Nee. Muss ich noch mehr essen davon? Das musst du entscheiden. Also. Nee. So, Kathi ist als nächstes. So, dann rühre ich mal hier wieder durch. Ich nehme mir das. Rühren, Baby, rühren. Und zweiter Zettel. Ich habe hier einmal. Och nee, Meerrettich. Ich mag generell Meerrettich, mag ich nicht. Und kombiniert mit Marshmallows. Okay. Ob das eine leckere Kombination wird? Ich weiß nicht, bei manchen Sachen frage ich mich, wie man sowas essen kann. Unter anderem Oliven. Und da geht es mir genauso wie Julian Bam. Der hasst Oliven auch. Und ich kann bis heute nicht verstehen, wie jemand Oliven essen Oliven kann. Oliven mag ich gerne. Sowas Ekelhaftes. Stinkt das Zeug. Das riecht original nach Furz. Wie kann man das essen? Riech mal bitte dran. Ja, ich riech's ja. Ich ertrage das. Oder es ist der Mäusespeck. Irgendwas davon riecht ganz ekelhaft. Der arme Kameramann im Hintergrund verzieht auch schon das Gesicht. So, ich habe mir das hier so drauf gestrichen, dünn, und werde jetzt einfach... Oh Gott, dieses Video ist einfach super witzig, aber Kathi trinkt lieber schnell. Oh Mann, ey, das erinnert mich total an dieses Video mit das Glücksrad bestimmt und so ein Eisbecher und das war Eiscreme mit Senf. Bin ich als nächstes? Ich hoffe nicht, dass... Was haben wir denn da noch eigentlich Ekliges? Salatdressing? Ja, zum Beispiel Maggi kenne ich mir halt auch nicht so gut mit den anderen. Oder hier Gurken. Hast du nicht noch letztens gesagt, du magst so eingelegte Gurken nicht? Eingelegte Sachen, aber vor allem so Silberzwiebeln oder sowas. Ich nehme jetzt das hier.
Boah, irgendwie gerade mal zwei Essenskombinationen und es reicht mir schon. Fruit Loops? Bitte kein Käse. Käse. Fruit Loops mit Käse. Das geht ja noch. Aber wer macht denn in seine Cornflakes vielleicht so Käseraspeln? Oder so Käsewürfelchen. Die musste ich aber jetzt nicht mit, so richtig mit Milch und so essen, oder? Nee. Hast du gesehen, was da drauf steht? Kann gerne gegessen werden. Den habe ich für ein DIY-Video benutzt. Ach so, und da hast du und habe den danach beschriftet und in den Kühlschrank gestellt. Mich hat schon gerade der halbe Schlag getroffen. Das muss ich jetzt wahrscheinlich ganz essen, ne? Ja. Das ist von der Konsistenz voll eklig. Wie alt sind diese Fruit Loops? Weiß ich nicht. Ich glaube, Vokana für uns Frühstück vorbereitet hat oder so. Das ist ein halbes Jahr oder so her. Weiß ich nicht mehr. Die habe ich auf jeden Fall noch gefunden. Das schmeckt wie Käse mit Styropor. Willst du was trinken? Mhm. Oh, geht, ey. Ich hätte das rausgefallen. Das ist ein Zeichen. Den muss ich nehmen. Und hiermit kombiniert. Schoko und Senf war aber schlimmer. Ich habe Dressing, oh, so ein Salatdressing, kombiniert mit Zitrone. Ah. Da ist doch auch Zitrone drin, oder? Ja, bestimmt. Oh, ja, super, eine kleine Portion. Was ist das für ein Dressing? Das ist ein Honig-Senf-Dressing. Ah, das wird ja immer schlimmer. Gibt es nicht mehr irgendwas Leckeres? Soll ich den Zuschauern mal bitte was erzählen? Wir haben nochmal Plätze getauscht. Katja hat sich hier so einen Pappkarton hingestellt, falls sie brechen muss. Vielleicht kann man das nochmal zeigen. Kannst du mir den vielleicht mal hier lieber auf meine Seite geben? Also Pappkarton, falls Kathi brechen muss. Ich habe keine... Schöne Grüße an Amazon. Ich ekel mich schon, wenn ich das sehe. Mhm. Lass das liegen auf dem Teller. Furchtbar. Ja. Trink was. Ja. Oder brauchst du dein Amazon-Gatter? Nee. Ich nehme jetzt hier einmal Milchschnitte. Oh, das wäre jetzt die Erlösung, aber wenn ich die pur essen könnte. Mit Maggi bestimmt. Oder mit einer Gurke. Mit Gurken? Warum wusstest du das? Ich glaube, Katja hat das hier durch den Zettel durchgesehen. Nee, ich habe mir nur gedacht, was wäre am schlimmsten. Milchschnitte mit diesen sauren Gurken. Kann ich erstmal ein bisschen Milchschnitte so essen, um mich an den Geschmack zu gewöhnen? Nein, eigentlich nicht. Schade. Soll ich dir eine Gurke rausholen? Nee. Auch nicht mal. Ach, das ist auch noch mit Chili verfeinert, sehe ich hier gerade. Also. Mit Chili? Ja. Warum tust du mir das an? Kathi ist einkaufen gegangen und hat die schlimmsten Dinge gemacht. Wir haben das aber vorher so besprochen. Ja. Und? Geht eigentlich ernsthaft. Es schmeckt komisch. Kann man gar nicht beschreiben. Es schmeckt voll scharf. Ich weiß es nicht. Ich will nach Hause. Jeder von uns noch zwei Kombinationen. Ruhig mal. Ihr könnt übrigens in die Kommentare eure komischsten Essenskombinationen schreiben. Vielleicht ist da was dabei, was wir vielleicht in einem zweiten Video noch ausprobieren wollen. Zwieback. Mhm. Das sind extra so kleine Himbeerzwieback mit Maggi. Och, nö. Das ist natürlich auch wieder eine ganz tolle Kombination. So, und jetzt hier einfach so ein bisschen was drauf. Oh, draufträufeln. Soll ich? Himbeerzwieback mit Maggi. Oh, das stinkt, ey. Und alles neu aus dem Maggi-Kochstudio. Im ersten Moment war es richtig schlimm, aber geht's. Es riecht einfach furchtbar. Ich finde den Geruch von Maggi ganz schlimm. Mhm. Mhm. Er ist das ja auch nicht pur, ne? Sondern nur, dass man es eben reinrührt. Meine Mutter isst das übrigens immer mit harzer Roller. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Käse kennt. Der ist so Gelee-artig und da macht sie dann Maggi drauf. Ich finde die Kombination auch furchtbar. Ich habe so das Gefühl, dass meine Lippen jetzt nach Maggi schmecken. Nächste Runde für mich. Nutella. Was ist noch übrig? Ketchup ist noch übrig. Miritich ist zum Glück schon weg. Da hinten sind noch Salzbrezeln. Das könnte gehen. Bitte die Salzbrezeln, bitte Salzbrezeln, bitte Salzbrezeln. Brezeln! Ah, Halleluja! Das war gerade voll die Erlösung. Okay, einmal reinstippen reicht, ne? Ja. Oh nein! Das ist untergegangen. Okay, man sieht deutlich, ich habe hier eine Brezel mit Nutella. Das geht voll. Ja? Das ist gar nicht eklig. Hier, willst du probieren? Nee, danke. Ich spare mir meinen Hunger für meine nächsten Essenskombinationen auf. Ich habe ja nur noch eine, ne? Und dann bleibt für dich was übrig. Oh Gott, ich ziehe den Ketchup. Ich ziehe einen Ketchup. Zieh den Ketchup. Nein, ich sehe da schon ein K durchschimmern bei mir. Ich habe diese Knusperstangen, diese riesengroßen hier. Sind so ja echt nicht schlimm. Luftige. Und bestimmt Schokopudding oder so. Schokopudding. Oh. Und ich habe dann, was bleibt noch übrig? Honig mit Ketchup. Nein, wie geht's?
Ja, kannst du dich schon mal nehmen, wenn du willst. Oder willst du die Zettel noch ziehen? Ich zieh die Zettel noch, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich befürchte, dass es das ist. So, Schokopudding mit Schokostange, mit Knusperstange. Ich tauch die einfach hier so rein. Gut! 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 Lecker! Dann regst du immer gerade die Geilste. Können wir da bitte so ein Meme draus machen? Gut! Gut! Honig und Ketchup, ich hab's geahnt, Leute. Es ist ein Horrorfilm, diese Folge hier. Musst du mal probieren, das schmeckt richtig lecker. Lass mich in Ruhe damit. Ich nehme auf jeden Fall wieder mehr Honig. Und nur ein bisschen Ketchup. Leute, kennt ihr die? Also, ich meine, solche Ketchupflaschen ekeln mich schon so dermaßen an. Diesen Anblick ertrage ich schon nicht. Das ist doch ekelhaft. Hatten wir keinen anderen Ketchup mehr? Ist das so hell? Oder? Das sieht aus wie Chili-Soße. Das sieht so hell aus. Das sieht aus wie Medizin. Hustensaft mit Würmchen drin. Ich will nicht. Je länger ich da drauf gucke, das ist... Ach, Mann. Ich komme mir vor wie so ein Baby und ich muss irgendwie, keine Ahnung, pürierte Brokkoli irgendwas essen. Guck mich nicht so an. Sprichst du mit der Kamera? Ja. 3, 2, 1, go. Okay, ich muss dringend was nachessen, das schmeckt egal. Wir haben es auf jeden Fall jetzt hinter uns gebracht. Was war deine schlimmste Essenskombination, Nina? Senf mit Schokoladensauce, das war auf jeden Fall ekelhaft. Für mich war Meerrettich und mit Marshmallow, fand ich ganz, also weil ich Meerrettich einfach nicht gerne mag. Und was halt mit Maggi mit dem, ja doch, das ging alles eigentlich noch. Im schlimmsten war Meerrettich mit Marshmallow. Was wäre denn die schlimmste Kombination gewesen, die wir nicht gezogen haben? Ich glaube, Senf mit Milchschnitte wäre auch richtig ekelhaft geworden. Oder Milchschnitte mit Maggi, wo das dann so reinsickert. Oh Gott, ich werde so Albträume kriegen heute Nacht. Also schreibt gerne eure komischsten Essenskombinationen in die Kommentare. Sachen, die vielleicht eure Familie isst, Geschwister, Bekannte, Leute oder hier Sachen, die ihr mal als Mutprobe essen musstet. Gibt's ja auch. Und gerne den Daumen ein Video geben nach oben, macht natürlich Sinn. Dem Video einen Daumen nach oben geben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kommentiert, abonniert, drückt auf das kleine Glöckchen. Und ihr könnt es auch auf Instagram folgen, Spiel mit mir Kinderspielzeug, Kati_Karacho und Nina_Na klar. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.